Herzogin Meghan, Kates Brief rührte sie zu Tränen. Montecito, für Streit ist bei den Royals aktuell kein Platz. Auch Meghan und Kate nähern sich an. Herzogin Meghan und Prinzessin Kate nähern sich an. Sie nähern sich wieder an. Ganz behutsam, in kleinen Schritten. Schon seit Wochen stehen Kate, 42, und Meghan, 42, wieder in Kontakt. Und was jetzt geschah, könnte den Versöhnungsprozess der Windsors mit Prinz Harry und seiner Frau um einiges beschleunigen. Denn Kate hat Meghan ihr Herz geöffnet. Aber was genau ist geschehen? Wie ein Insider verrät, ist Meghan auch im fernen Amerika nicht entgangen, wie groß der Aufruhr wegen Kates Krankheit ist. Kurz bevor die 42-Jährige ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, fasste Meghan sich ein Herz und schrieb ihrer Schwägerin. Sie leidet mit ihr und schickte der Prinzessin ein paar liebevolle, aufmunternde Worte und ein Sortiment ihrer Lieblingsduftkerzen ins Adelaide Cottage nach Windsor, sagt er. Punkt. Daraufhin geschah etwas, mit dem Meghan niemals gerechnet hätte. Kate dankte ihr mit einem Brief. Und darin ließ sie Harrys Ehefrau wissen, wie sehr sie ihre Unterstützung und aufmerksamen Gesten schätzt. Denn die enorme Aufmerksamkeit, die sie nach ihrer Operation und jetzt auch nach Bekanntgabe ihrer Krebserkrankung erhält, setzte sie sehr unter Druck. Besonders der Aufruhr, den ihr eigentlich gut gemeines Muttertagsfoto verursacht hat, habe sie tief getroffen. Das habe sie zum Nachdenken gebracht, und sie könne jetzt viel besser nachempfinden, wie Meghan sich einst gefühlt haben muss, als ihr während ihrer Schwangerschaften Wellen des Hasses entgegenschlugen. Sie bedauere unendlich, dass sie Meghan in dieser Zeit keine größere Hilfe war. Meghan schluchzte minutenlang. Als Meghan diese Zeilen las, stiegen Tränen in ihre Augen, so gerührt war sie von diesen sehr offenen Worten. Sie setzte sich aufs cremefarbene Leinensofa und schluchzte minutenlang. Prinz Harry, 39, der Zeuge der dramatischen Szenen wurde, nahm seine Frau in den Arm und streichelte ihr über das dunkle Haar. Plötzlich vereint Kate und Meghan das gleiche Schicksal. Es scheint, dass beide nichts richtig machen können und immer wieder ungerechtfertigter Kritik und sogar Hass ausgesetzt sind. Zum ersten Mal fühlte Meghan sich Kate nahe, und sie will ihr helfen. Die Frau, der sie einst Gefühlskälte vorwarf, hat ihr mutig das Herz geöffnet. Jetzt will sie für Kate da sein. Wenn das kein großer Schritt zur Versöhnung ist. Dieser Artikel erschien zuerst in der Printausgabe von 7 Tage. Weitere spannende Star-News liest du in der aktuellen 7 Tage, jede Woche neu am Kiosk. They were